viele interessante Boxkämpfe im April und am 9. April geht es ja schon los mit Kampf Golovkin gegen Murata in Japan. Und auch in Deutschland sind einige Kämpfe geplant im April und Tom Schwarz kehrt in den Ring zurück. Er boxt am 9. April in der Nähe von Berlin, im Falkensee, also in Brandenburg. Und sein Gegner ist Ali Durmaz, auch ein Boxer, den man schon ja, als Gegner von vielen bekannten Boxern kennt. Er hat auch einen Kampf gegen Alexander Povetkin vor einigen Jahren absolviert. Und ich denke schon, dass er ein Gegner ist, der jetzt zum richtigen Zeitpunkt vielleicht für Tom Schwarz kommt. Tom Schwarz hat im Jahr 2019 vier Kämpfe absolviert und seitdem zweieinhalb Jahre praktisch nicht mehr geboxt. Diesen Kampf kann man schon als einen Aufbaukampf bezeichnen, weil natürlich ist Tom Schwarz viel stärker als sein Gegner, denke ich mal. Und er ist natürlich der klare Favorit in diesem Kampf. Und einige sind natürlich gespannt, wie er in den Ring zurückkehren wird und was er noch in diesem Jahr boxerisch vorhat. Letzten Kampf hat er im September 2019 absolviert. 2019 hat er auch einen Kampf gegen Tyson Fury gehabt. Tom Schwarz geht auch mit einem neuen Trainer ins Ring. In der Ecke wird Juan Pablo Hernandez stehen. Er ist natürlich seit vielen Jahren in Deutschland bekannt, hat eine großartige boxerische Karriere in Deutschland absolviert. Und ist ein technisch sehr starker Boxer. Ich denke schon, dass er Tom Schwarz auch in einigen Bereichen, auch vor allem technisch, etwas Neues beibringen wird. Und ich denke, man kann schon gespannt sein in den nächsten Kämpfen, wie diese Zusammenarbeit sein wird.